Oh Mann, das ist, glaube ich, schon meine 10. Tasse heute. Ich kann gar nicht aufhören, Kaffee zu trinken. Ich bin sowas von nervös. Claudia, dann wie viel der Kaffee ist das schon? Also, du bist ja schon fast am Zittern. Also, was ist denn los, bitte? Oh Martin, ich muss mich irgendwie ablenken. Ich glaube, das kriegen wir heute nicht hin mit Emma. Ich weiß nicht, wie wir das anstellen sollen. Claudia, Schatz, ich übernehme hier mal den Kaffee. Hä? Das reicht vielleicht für heute. Was ist denn mit Emma? Ich verstehe es noch nicht ganz. Martin, hast du das total vergessen? Es wird heute ein katastrophaler Tag. Emma muss nämlich zum Impfen. Ach, das meinst du? Das ist doch nicht so schlimm. Werden sie halt ein bisschen ablenken mit irgendwas, mit dem Tablet oder irgendwas anderem und dann wird das schon klappen. Glaub mir. Ich will Emma Ziller. Ich habe jetzt hier diesen Turm bestiegen und keiner kann mich davon abhalten. Nicht mal du, Giraffe, weil Giraffen können, glaube ich, nicht klettern. Moment. Vielleicht hole ich dich da runter, Emma Ziller. Oh, Papa, wo kommst du denn her? Zu spät. Ich bin schon ganz oben drauf. Ich habe den Turm bestiegen. Na, du kommst jetzt erstmal mit. Wo gehen wir denn hin, Papa? Na, mit Emma Ziller ist jetzt Schluss. Wir gucken uns jetzt einen Film an. Hä? Was sagst du dazu? Dein Lieblingsfilm? Vajana, Vajana. Los, Papa, mach an. Ach ja, ich beeil mich ja. Ist ja gut. Oh, also die Kleine hier, die hat mich ganz schön auf Trab. Und schau mal, Emma, was ich hier für dich habe. Eine riesige Kanne mit frischem Kakao. Du kannst so viel trinken, wie du willst. Und ich habe sogar noch einen Donut für dich organisiert. Oh, super, Mama. Danke. Das ist mein absoluter Glückstag. Womit habe ich das nur verdient? Emma, Schatz, du hättest doch nichts dagegen, wenn ich auch was davon nehme, oder? Na gut, vielleicht lasse ich dir einen Krümel übrig, okay? Aber erstmal bin ich jetzt dran. Also, das war gar keine schlechte Idee von Martin. Im Moment läuft noch alles wie am Schnürchen. Das schaffen wir mit dem Impfen. Aber wir dürfen ihr bloß nichts sagen davon. Ab nach unten jetzt erstmal und gucken. Warte. Ich kenne diesen Duft, aber natürlich. Na, das war ja wieder klar. Ihr wollt hier... Emma, warum willst du hier Donuts essen und sagst mir nicht Bescheid? Also bitte. Julian, bist du jetzt ruhig? Wir gucken hier den Lieblingsfilm von Emma. Ja. Du könntest vielleicht zu deiner Mutter und das mit dem Donut klären. Hä? Lass uns hier in Ruhe. Ich verstehe sonst nichts. Oh, also darauf kannst du dich verlassen. Das werde ich auf jeden Fall mit Mama klären. Also Donuts ohne mich. Also bitte, ich bin hier der Donut-Liebhaber. Oh. So, ein paar Minütchen habe ich ja noch, bis es zum Arzt geht. Noch ein Weilchen entspannen, noch einen weiteren Kaffee trinken. Alles wird gut, Claudia. Mama, also ich hätte da mal eine Frage an dich. Ich bin ja hier das Lieblingskind in der Familie und warum kriege ich keinen Donut, aber Emma dafür? Ach, Julian, ich hatte gehofft, dass du das nicht mitkriegst. Ich hatte leider nur einen Donut und ich dachte, bei Emma ist es die Sache vielleicht ein bisschen dringlicher. Sie hat heute nämlich einen Arzttermin. Wie? Ein Arzttermin? Julian! Was denn? Das soll unter uns bleiben, bis wir es nicht mehr verheimlichen können. Sie muss heute zum Impfen und das gefällt ihr gar nicht. Also, pst! Sag's ihr nicht. Ich hol dir später noch einen Donut. Oh nein, das kannst du dir abschminken. Ich will jetzt meinen Donut. Und apropos Emma, also, weißt du, dass du heute nicht zum Arzt musst und du geimpft wirst? Was? Wie? Ihr habt mich total reingelegt. Ich geh nicht zum Arzt. Ich will das nicht. Ihr wisst ganz genau, dass ich das hasse. Ach Julian, vielen Dank. Danke. Es lief doch alles so gut. Die Donuts, der Film und jetzt das. Danke. Oh, ich hab's ja geahnt. Es wäre einfach viel zu gut gewesen. Aber nein, jetzt läuft alles wieder total schief. Das schaffen wir doch niemals mit dem Arzttermin. Was? Ich soll daran schuld sein? Nein, ihr seid daran schuld. Wie kann man nur einen Donut hier kaufen? Also bitte. Ich mach da nicht mit. Ich werde mich hier irgendwo verkrümeln. Ihr werdet mich niemals finden. Ich gehe nicht zum Arzt. Sehr gut, Emma. So gefällt's mir. Lass dir nichts gefallen. Und ich muss jetzt erstmal aufs Klo. Martin, ich dachte, du hast die Lage unter Kontrolle. Jetzt ist es alles total schief gelaufen. Es gibt keinen Plan B. Was machen wir jetzt? Schatz, wir können es doch einfach so versuchen. Wir gehen jetzt zu Emma und sagen, komm Emma, Schatz, wir gehen jetzt zum Arzt. Das wird schon nicht wehtun, alles wird gut. Und dann kaufen wir dir ein Eis danach. Ha? Martin, das ist echt ein guter Scherz. Ich lach gleich später, dazu gehe ich in den Keller. Willst du mich total veräppeln? Das wird niemals funktionieren. Oh Mann, was für ein Drama. Und das nur wegen einem Donut? Warte mal. Natürlich wegen dem Donut. Toll, und ich konnte den Donut noch nicht mal zu Ende essen. Hat ja mir alles vermiest. Hey, du da, komm doch mit der Hundin hinten raus. Oh, ich bin hier gerade auf Klo, da kannst du doch nicht hier... Beobachtest du mich? Nein, ich kann dich gar nicht sehen. Ich kann dich nur hören. Ich verstecke mich hier. Jetzt sei leise. Psst, ich gehe nicht zum Arzt. Mama, Papa, wollt ihr wissen, wo Emma ist? Hier im Badezimmerschrank. Jetzt wird's aber Zeit, Claudia. Huh? Also wir müssen jetzt auch langsam zum Arzt. Die schnappen wir uns. Herein spaziert, hier geht's lang. Da im unteren Fach ist sie. Bitteschön. Oh Mann, Julian, du bist so eine Petze. Ich hätte dir noch den letzten Krümel von deinem Donut gegeben. Aber aha. Jetzt kannst du es total vergessen. Ein Krümel, aha. Claudia, ich hab sie. Jetzt geht's zum Arzt. Ach, super gemacht, Martin. Lass sie nicht los. Sie entwischt uns. Emma, es geht nicht anders. Das ist eine Impfung. Nein. Die muss sein, damit es dir besser geht. Ich will sie mir doch nicht wehtun. Tschüss, viel Spaß. Und Emma, ich glaube, die Spritze tut schon ein bisschen weh. Ich hasse diese Dinger. Martin, gib sie bitte mir. Ich glaube, du hast da nicht so ein Händchen. Ich glaube, ich habe einen besseren Draht zu Emma. Das könnte echt schief gehen mit dir beim Arzt. Ja gut, du kannst den kleinen Schreihals hier haben. Bitte schön. Ich bin ganz froh, wenn ich da nicht hin muss. Hilfe, warum hilft mir denn keiner? Ich will nicht. So, Emma, das hat ja bislang ganz gut geklappt. Viel besser als sonst, oder? Ich bin richtig stolz auf dich. So, jetzt musst du brav hier sitzen bleiben, bis der Arzt kommt. Und dann sind wir auch schon schnell wieder zu Hause. Aha, und was du alles ausgelassen hast, sind die Schmerzen, die vielen Tränen, die Spritze.
dieses ganze Furchtbare, ich will das nicht. Na hallöchen, wen haben wir denn da? Ach guck mal, ich habe hier sogar mein Freundchen mitgebracht. Ach guck mal, Emma, das ist der Arzt. Ist der nicht nett? Der wird dir nicht wehtun. Also möchtest du meinem Freund nicht guten Tag sagen? Das ist der Kasper. Aha, toll. Dieses Ablenkungsmanöver kannst du total lassen. Ich fall da nicht drauf rein. Der spielt ja nur mit der Puppe, damit ich das später nicht merke. Naja gut. Ich lass es. Ich meine, vielleicht bist du ein bisschen zu alt dafür. Und die Kinder in deinem Alter, die sind ja meistens ziemlich cool, hä? Ach so, und jetzt machen sie Komplimente und so, dass ich total mutig sei und stark und so. Ja, ich habe keine Lust auf Impfung, damit das klar ist. Ich will keine Spritze. Spritze? Also, ich weiß nichts davon. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie schwer du bist. Und wie schwer bin ich? Ich habe vorhin schon richtig viel Kakao und so getrunken. Ich wiege bestimmt 50 Kilo. Nee, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel bei dieser Größe und bei deinem Alter. Nee, lass mich mal gucken. Circa 18 Kilo. Ah, das ist gut. Super, Emma, das machst du toll. Schau doch mal, wie groß bist du denn? Stell dich mal da an die Giraffe dran. Na, lass mich mal schauen. Okay. Du bist auf jeden Fall 1 Meter und 10 Zentimeter groß, also 1,10 Meter. Sehr schön. Wow. Prima, dann bist du ja wirklich ganz schön gewachsen. Ich bin stolz auf dich, Emma. Toll machst du das. Ja, richtig klasse war das. Und jetzt gehen wir nach Hause. Ich weiß, wie groß ich bin. Ich weiß, wie schwer ich bin. Mehr brauche ich nicht wissen. Ja, wir sind gleich fertig. Frau Vogel, Sie wissen noch, was zu tun ist, oder? Die Impfung. Emma, leider nicht. Stopp. Kein Durchkommen hier. Wir haben noch was anderes vor. Jetzt kommt die Spritze. Aha, ihr habt mich schon wieder reingelegt. Von wegen nur Gewicht und Größe und so. Ja, ich hab das genau gewusst. Okay. Ich hätte dann hier die Spritze, Frau Vogel. Und ich glaube, sie möchte das nicht unbedingt. Nein. Vielleicht können Sie mir ja helfen und sie festhalten oder so. Emma, das wird schon nicht so schlimm. Du brauchst dich nicht wehren. Augen zu und durch. Komm, ich helf dir. So, bei drei sind wir schon fertig. Nein, 1, 2. Und jetzt piekst es nur ganz kurz. Ich kann das nicht. Bitte machen Sie das nicht. Ich glaube, Sie tun ihr weh. Keine Sorge. Das ist eure Routine für mich. Wir sind schon längst fertig. Wie war's? Das war's schon. Sie haben doch gesagt, die Spritze kommt. Ich habe die gar nicht gemerkt. Wie? Ich habe schon losgeschrieben, bevor die kam, glaube ich. Ach, Emma, ich bin richtig stolz auf dich. Das hast du toll gemacht. Da war doch gar keine Spritze, oder? Hast du eine gesehen? Ich habe keine gesehen. So, und jetzt will ich endlich meine Bezahlung haben. Geben Sie mir sofort den Lolli. Also, her damit. Den kannst du dir vorne abholen. Ach, Mann, mit den Kindern ist das immer das Gleiche. Erst gibt es ein Riesendrama und dann ist alles gut. Dann hat keiner was gemerkt. So, und jetzt ab nach Hause. Oh, immer diese Impfung. Wie viele soll ich denn noch davon kriegen? Mann, oh Mann. Ab nach Hause, das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt wirklich auch genug davon. Außerdem muss ich auf Toilette von dem ganzen Kaffee. Tschüss.